Okay, ich habe die PAL-Codes eingegeben und die Sicherheit deaktiviert. Wir können jederzeit zünden. Immer noch keine Antwort aus Washington. Na, wir müssen denen wohl zeigen, dass wir es ernst meinen. Soll ich auf Chernobyl in Russland zielen? Nein, nicht mehr. Das neue Ziel ist Lobnor in China. Warum, Boss? Ich denke, weder du noch Herr Golukovic würden den Abwurf einer Atombombe über seinem Vaterland gutheißen, oder? Liquid. Aber warum? Dort ist doch nichts. Falsch. Ein Atomwaffentestgelände. Ein Testgelände? Wenn wir eine über einem Ballungszentrum abwerfen, ist das Spiel vorbei. Aber eine Atomexplosion auf einem Testgelände kann geheim gehalten werden. Und Washington wird sich vor einem Vergeltungsschlag aus China fürchten. Das bedeutet streng geheime Gespräche zwischen den beiden Staatschefs. Sicher. Und dabei muss der Präsident den Chinesen die Existenz einer neuen, höchst destabilisierenden Atomwaffe zugeben. Wie wird sich das wohl auf den Ruf der USA auswirken? Oder den des Präsidenten? Und mit der CTBT, China und Indien. Oh, ich verstehe. Ja. Wenn andere Länder von dieser Waffe hören, werden sie sich an uns wenden. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihr System an die Meistbietenden zu verkaufen anfangen. Ja, der Präsident gibt nach. Er wird unsere Forderungen erfüllen. Die DNA des Big Boss und $1 Milliarde. $1 Milliarde? Mit dem Geld können wir auch unsere Genomsoldaten heilen. Und in den Forderungen ist auch der Foxtai-Impfstoff enthalten. Foxtai? Das tötete Octopus und den Armstech-Präsidenten. Also stimmt es, dass ältere Leute schneller sterben. Mantis war vielleicht nicht betroffen, da er eine Maske trug. Wolf war auch nicht infiziert. Vielleicht wegen der Beruhigungsmittel, die sie nahm. Etwas mit dem Adrenalingehalt im Blut? Oder vielleicht hat es bloß damit zu tun, dass Foxtai noch in der Testphase ist und noch nicht zuverlässig arbeitet. Und hast du eigentlich schon von unserem Freund Colonel Sergei Golukovic am Spetsnaz gehört? Er zweifelt noch immer an den Fähigkeiten von Metal Gear. Er will erst nach erfolgreichem Test mit uns sprechen. Ein sehr vorsichtiger Mann. Kein Grund zur Sorge. Der Colonel will Metal Gear und die neue Atomwaffe so dringend, der kostet sie bereits auf der Zunge. Wenn Russland wieder eine militärische Supermacht werden will, braucht es ein verstärktes Atomarsenal. Eine Atomwaffe, für die es keine Abwehr gibt. Metal Gear wird ihnen die Erstschlagkraft über den Rest der Welt verschaffen. Bei der Armee herrscht ein einziges Chaos und Sie glauben, Sie können die Militärmacht Russlands mit Atomwaffen wiederherstellen? Ach, dieser Golukovic ist kein Soldat, sondern Politiker. Vielleicht schon, aber er hat uns den Hind und die meisten anderen schweren Waffen gegeben. Ihm unterstehen über 1000 Soldaten. Zusammen könnten wir hier ziemlichen Widerstand leisten. Seit Mantis Tod lässt die Gehirnwäsche der Glenom-Soldaten nach. Die Moral der Männer macht mir Sorgen. Eine Allianz würde auch die Moral verbessern. Was meinst du? Wir bleiben hier. Wir verbarrikadieren uns. Das wird ein langer Krieg werden. Wir können noch fliehen. Wir haben die mächtigste Waffe der Welt und sind daran, uns mit Golukovics Truppen zu verbünden. Willst du die ganze Welt bekämpfen? Weshalb nicht? Die ganze Welt? Von hier aus erreichen wir jedes beliebige Ziel mit einer Rakete, die nicht auf dem Radar sichtbar ist und nicht abgefangen werden kann. Und dazu ist diese Basis vollgestopft mit Sprengköpfen. Mit der DNA und dem Geld ausgerüstet gehört uns die Welt. Aber Boss, das Versprechen an Golukovic. Ach, mir liegt nichts an der Rückkehr von Mütterchen Russland. Du willst doch nicht den Traum von Big Boss erneuern. Von heute an heißt dieser Ort Outer Heaven. Big Bosses Traum. Boss, sorgst du dich, dass der PAL übergangen werden könnte? Wird der Code erneut eingegeben, wird er deaktiviert. Keine Sorge. Der DARPA-Chef und der Armstead-Präsident sind beide tot. Weiß Snake, wie das Deaktivieren funktioniert? Du hast ihn verhört, weißt du es nicht? Er hatte keine Schlüssel. Gut. Dann kann jetzt keiner Metal Gear stoppen. Übrigens, was machen wir mit der Frau? Soll ich sie töten? Lass sie leben. Sie ist Campbells Nichte und Snake mag sie. Wir behalten sie als unsere Trumpfkarte. Oh, sie lebt.
Snake, ich habe Bakers geheime Dateien gefunden. Gute Arbeit. Wie geht's bei Ihnen? Sie haben die PAL-Codes eingegeben. Wie werden sie deaktiviert? Okay, das Deaktivierungssystem, von dem der Präsident gesprochen hat, es kann auch zum Eingeben des Sprengcodes verwendet werden. Wenn Sie die Schlüssel verwenden, wenn der Sprengkopf aktiv ist, wird er deaktiviert. Wenn er inaktiv ist, wird er aktiviert. Und die Schlüssel lassen sich nur einmal verwenden. Nur einmal, hä? Ja, Sie fangen wohl besser an. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ich brauche 3 Schlüssel, oder? Ich habe nur einen. Immer ruhig. Darin liegt der Trick. Sie besitzen schon alle 3. Wovon redest du? Der Schlüssel hat eine thermoadaptive Legierung. Thermoadaptive Legierung? Ja, eine Legierung, deren Form sich mit der Temperatur ändert. Der Schlüssel besteht daraus. Dieser Schlüssel? Ja, seine Form ändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen. 3 Schlüssel in einem. Clever. Sehen Sie die Eingabegeräte? In der Mitte des Kommandoraums. Ich sehe sie. Diese 3 Terminals sind die Noteingabegeräte. Auf jedem Schirm sollte ein Symbol sein. Jedes Symbol entspricht einem der Schlüssel. Die Schlüssel werden von links nach rechts eingegeben. Links ist für den Raumtemperaturschlüssel. Sehen Sie das Zeichen? Dann für den Niedertemperaturschlüssel. Rechts für den Hochtemperaturschlüssel. Okay, verstanden. Erst ändere ich die Form und dann führe ich ihn in dieser Reihenfolge ein. Richtig. Sie führen nur den Schlüssel ein. Ist der Schlüssel im Modul, liest die Festplatte die entsprechenden Informationen. Wenn Sie mit den 3 Terminals fertig sind, ist die Codeeingabe beendet. Sache ist, Sie können den Schlüssel nur 3-mal verwenden. Es ist ein Notfallsystem, für einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Welt hängt von diesem Schlüssel ab. Wer ist das? Verdammt! Der Schlüssel ist im Abfluss. Snake! Kugelsicheres Glas! Es gibt keinen Eingang. Ich werde deinen Tod genießen. Snake, holen Sie den Schlüssel!